die Tagesordnungspunkte 10a bis C. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen sowie die Beratung der Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu den Anträgen der Fraktion Die Linke mit dem Titel gesetzlichen Mindestlohn gemäß EU-Mindestlohnrichtlinie erhöhen und selbstständige Existenzsicherung von Frauen fördern, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen. Für die Aussprache hierzu sind 68 Minuten vorgesehen. Ich eröffne die Debatte und Susanne Ferschel hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Mindestlohn steigt zum 1. Januar gerade mal um 41 Cent. Mickrige 41 Cent in einer Situation, in der die Inflation die Menschen mit niedrigen Einkommen besonders hart trifft und in der diese Erhöhung weit hinter den Preissteigerungen zurückfällt. 41 Cent reichen hinten und vorne nicht. Wir brauchen dringend eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns. Und Herr Minister, es ist Ihre und die Verantwortung und Pflicht der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass der Mindestlohn nicht erneut zum Armutslohn verkommt. Und deswegen muss die Bundesregierung jetzt gesetzgeberisch tätig werden. Und ich weiß, dann fangen gleich wieder einige zum Schreien an, aber diese Situation, die ist verursacht worden durch die Arbeitgeberseite in der Mindestlohnkommission. Die haben nämlich gegen die Stimmen der Gewerkschaften diese Erhöhung durchgesetzt. Und ich sage an die Adresse der Arbeitgeber, aber auch hier an Union und FDP in aller Klarheit, dieses Vorgehen hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Tarifautonomie zu tun. Es ist doch offensichtlich, das war die Retourkutsche der Arbeitgeber für die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, die sie weder mit juristischen Mitteln noch mit Drohgebärden verhindern konnten. Und der Bundeskanzler selbst wird hier im Übrigen von der Arbeitgeberseite am Nasenring durch die Manege gezogen. Ich finde, das sollte er sich nicht gefallen lassen. Wer jeden Tag aufsteht, um zu arbeiten, der muss auch davon leben können. Und heißer Tipp an die Union, die Löhne sind die Stellschraube und nicht das Bürgergeld, wenn man vom Lohnabstandsgebot sprechen will. Und neben einer deutlichen Tarifbindung braucht es dafür klare Leitplanken im Mindestlohngesetz. Und in einer Richtlinie schlägt die EU vor, dass die nationalen Mindestlöhne wenigstens 60% des mittleren Einkommens betragen sollen. Und das ist eine klare Leitplanke. Und die Linke will, dass genau dieses Kriterium als Untergrenze in das Mindestlohngesetz aufgenommen wird. Damit läge der Mindestlohn ab Januar bei 14 Euro. Und das ist auch angemessen. Dank der FDP gibt es im Mindestlohngesetz allerdings eine weitere Kröte, die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung der Minijobs. Die Verdienstgrenze dieser Minijobs wächst automatisch mit jeder Mindestlohnerhöhung mit. Auf den ersten Blick scheint es attraktiv zu sein, mehr steuer- und beitragsfreies Gehalt. Aber auf den zweiten Blick, und da muss man halt auch zweimal hinschauen, wird klar, Minijobbende sind nicht sozial abgesichert. Sie haben weder Anspruch auf Kurzarbeiter noch auf Arbeitslosengeld noch auf Krankengeld und erwerben kaum Rentenansprüche. Und durch die Dynamisierung wird der Personenkreis, der davon betroffen ist, immer größer. Die meisten Minijobber arbeiten zu Niedriglöhnen. Betroffen sind überwiegend Frauen, die noch dazu in die Teilzeitfalle geraten. Und ich bleibe dabei, diese Regelung ist arbeitsmarkt- und gleichstellungspolitischer Blödsinn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute liegen drei Anträge von uns vor. Einen zu den Minijobs, einen zu der Untergrenze des Mindestlohns und einen zur sofortigen Erhöhung des Mindestlohns, denn er muss ab 1. Januar auf 14 Euro steigen. Dass dieser Antrag aber jetzt heute hier und jetzt abgestimmt wird, das werden Sie gleich hier alle wieder verhindern. Und auch sonst werden Sie unseren Anträgen wieder nicht zustimmen. Das ist letztlich sehr traurig, denn wenn man in der Presse nachliest, konnte man überall die vollmundigen Versprechungen von SPD, Grünen und auch vom Arbeitnehmerflügel der Union für eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns nachlesen. Die Grünen haben sogar unsere Forderung nach der Untergrenze schon in der Fraktion beschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe, wenigstens Sie stimmen unserem Antrag zu. Weil ansonsten
Ansonsten gebe ich Ihnen noch mal ein Zitat aus der Bibel mit. Erstes Buch Johannes, Vers 2, Satz 1 bis 6. An Ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Vielen Dank. Ich verkneife mir alles zu den Bibelzitaten. Ich hätte jetzt, habe jetzt gerade einige Gedanken dazu, sage ich aber nicht, weil ich muss ja nur das Wort erteilen, nämlich an Bernd Rüssel für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielleicht fällt mir ein Bibelzitat ein. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beraten drei Anträge der Fraktion Die Linke. Vielen Dank dafür, dass wir das hier auch wieder tun können. Im Ausschuss haben wir das gemacht, denn diese ganzen Themen sind extrem wichtig. Und erst gestern haben wir hier in der Regierungsbefragung die Frage debattiert und rendiert sich Arbeit? Lohnt sich Arbeit? Ja, natürlich lohnt sich Arbeit. Arbeit macht den Unterschied. Arbeit ist mehr als Broterwerb. Und wer arbeitet, hat mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Denn das hat schon damals Papst Leo der 13. gewusst in seiner Sozialenzyklika. Ich meine, das war 1891 gewesen. Und von daher hat er schon gesagt, der Lohn muss einem Arbeiter genügen, sich selber und seine Familie ernähren zu können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und manche setzen ihre ganze Kraft dafür ein, Neiddebatten unter denjenigen anzuheizen, die wenig haben. Hier wird unheimlich viel verhetzt, Zahlen werden verdreht, Äpfel werden mit Birnen verglichen, Tatsachen werden verbogen und andere missgönnen anderen ein Existenzminimum, das übrigens das Bundesverfassungsgericht eingefordert hat. Und wir dürfen Debatten, wenn wir sie führen, über unseren Sozialstaat nicht missbrauchen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schwächen. Weil wenn wir das tun, dann spielen wir Menschen gegeneinander aus. Und davon wird unsere Gesellschaft nicht besser. Die SPD, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, setzt sich sehr dafür ein, dass sich Arbeit lohnt. Das ist eine Frage des Respekts und der Leistungsgerechtigkeit. Und deswegen haben wir vor 8 Jahren gemeinsam den Mindestlohn eingeführt. Und deswegen haben wir im letzten Jahr den Mindestlohn in einem großen Schritt politisch auf 12 Euro erhöht. Und ja, wir stehen 1:1 und so 100% zur Mindestlohnkommission. Und wir sind sicher, wenn Sie auf Augenhöhe und das, was Sozialpartner ausmacht, gleichberechtigt handelt, dann wird sie viel Zuspruch, dann wird sie viel Vertrauen und viel Zustimmung genießen. Eine solche Kommission, die auf Augenhöhe tarifpartnerschaftlich ein Ergebnis aushandelt, die hat Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Mindestlohn hilft gegen Symptome. Er beseitigt aber nicht die Ursachen. Der Mindestlohn ist ein Segen, aber der Mindestlohn regelt nicht alles. Und der Mindestlohn ist kein Normallohn. Der Mindestlohn ist ein Mindeststandard. Der Goldstandard sind Tarifverträge. Und deswegen müssen wir hier unseren Fokus drauf setzen. Deutschland hat einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor. Und die Tarifbindung ist seit 20 Jahren im freien Fall. Und die EU hat in ihrer Mindestlohnrichtlinie auch gesagt, ihr müsst einen Aktionsplan vorlegen. Und wir beginnen weiter mit der Auftragsvergabe des Bundes, das haben wir auch gestern gehört, an Tarifverträge zu koppeln. Viel Geld wird ausgegeben und ich bin dankbar, dass das dann nur noch die bekommen, die ihre Leute mit Tarifverträgen bezahlen. Der DGB hat diese Woche eine Aktion gestartet, da bin ich dankbar. Tarifverträge bescheren den Menschen mehr im Geldbeutel. Sozialversicherungen profitieren von höheren Löhnen. Der Staat profitiert von höheren Steuereinnahmen. Und die Wirtschaft profitiert von mehr Kaufkraft. Und Menschen, die einen Mindestlohn bekommen, die bringen diesen Lohn nicht in Investmentfonds ein. Die gehen in den nächsten Supermarkt und kaufen für sich und ihre Familien Lebensmittel. Deswegen kann man sagen, früher war alles besser. Das gilt für die Tarifverträge und deswegen arbeiten wir daran, dass es wieder besser wird. Vielen Dank.
Das Wort hat Wilfried Oellers für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Lohnfindung in Deutschland ist immer die ureigenste Aufgabe der Tarifpartnerschaft. Und das sollte auch weiterhin so bleiben, und da sollte sie auch verortet bleiben. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahre 2014 wurde allerdings leider, muss man sagen, notwendig, weil die Tarifpartnerschaft in einigen Branchen eben nicht funktionierte und damit in einigen Branchen eben auch die Lohnfindung nicht funktionierte im Rahmen einer funktionierenden Tarifpartnerschaft. Deswegen sind wir damals hingegangen und haben gesagt, wir führen einen gesetzlichen Mindestlohn ein, um diese Branchen eben auch zu unterstützen, um da eben einen entsprechenden Rahmen reinzugeben. Aber, und das ist entscheidend, vor allen Dingen mit der Maßgabe zu sagen, wir greifen einmal ein, und dann wird die Lohnfindung, die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns wieder in die Hände der Tarifpartner gelegt. Und deswegen haben wir seinerzeit auch die Mindestlohnkommission eingeführt, paritätisch, mit einem wechselnden Vorsitzenden als siebte Person, drei Arbeitgebervertreter, drei Arbeitnehmervertreter, einen Vorsitzenden, der alle zwei Jahre wechselt, damit man auch vor allen Dingen eine Entscheidung hat. Diese Entscheidung muss nicht immer einheitlich sein, wie das heute auch schon einmal anklang, Frau Ferschel. Und deswegen ist ja aber auch der Wechsel im Vorsitz eben entsprechend eingeführt worden. Und ich denke, das muss man dann an der Stelle auch zur Kenntnis nehmen. Und was dann schon bedauerlich ist, muss ich sagen, dass wir im Moment eine Situation haben, in der wir feststellen, dass man versucht, den gesetzlichen Mindestlohn in seiner Weiterentwicklung aus den Händen der Tarifpartner herauszunehmen. Und da deutet Ihr Antrag, Frau Ferschel, sehr deutlich darauf hin. Und das lehnen wir ausdrücklich ab. Wenn Sie hingehen wollen und den Median von 60%, so wie die EU-Richtlinie das empfiehlt, nicht vorschreibt, aber empfiehlt, dann hat das letztlich zur Konsequenz, dass wir nur noch einen Taschenrechner brauchen. Und dann brauchen wir die Tarifpartnerschaft in der Tarifkommission eben nicht mehr. Und Sie entziehen der Tarifpartnerschaft diese Weiterentwicklung des Mindestlohns. Und das lehnen wir ausdrücklich ab. Ich sage für unsere Fraktion ausdrücklich, wir haben nichts gegen einen Mindestlohn von 12 Euro, aber er muss bitte schön von der Mindestlohnkommission entsprechend festgesetzt werden. Und wir sprechen uns ausdrücklich dafür aus, dass die Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohns auch in der Hand der Mindestlohnkommission bleibt. Sie haben, Frau Ferschel, auch den Median angesprochen. Ich darf da vielleicht auch von meiner Seite aus einmal Zahlen anfügen. Wenn Sie behaupten, der wäre jetzt weit davon weg, als der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro erhoben wurde, da hatten wir einen Medianlohn auf alle Beschäftigten, ich betone auf alle Beschäftigten, fokussiert von 18,94 Euro. Wenn man davon 16% zieht, kommt man auf 11,36 Euro. Das heißt, mit den 12 Euro ist man da drüber hinausgeschossen. Das ist die Hinsicht zum Betrag. Wenn Sie in Ihrem Antrag auffordern, es muss jährlich angepasst werden, darf ich Ihnen da vielleicht auf die Sprünge helfen, dass die Mindestlohnkommission das in ihren Entscheidungen beim letzten Mal durchaus immer gemacht hat. Jetzt bei der derzeitigen Beschlusslage hat man eine jährliche Anpassung um 41%, ist Ihnen zu wenig, das ist Diskussionsfrage. Das ist natürlich Diskussionsfrage, aber letztlich passt man es jährlich an und nicht, und man hat es sogar in einem vorherigen Beschluss halbjährlich sogar gemacht. Also von daher ist da Ihrem Wunsch, das eben entsprechend anzupassen, weg von der Zweijährigkeit, damit eigentlich schon erledigt, und die Mindestlohnkommission kommt da ihrer Aufgabe nach. Wenn ich dann den Antrag der AfD sehe, dass man die Anrechenbarkeit hier in Frage stellt von bestimmten Positionen, da muss man hier deutlich sagen, dass Ihr Antrag hier bereits obsolet ist. Das Bundesarbeitsgericht hat umfänglich bereits entschieden, wie man mit der Anrechenbarkeit von Lohnbestandteilen umgeht. Und das Wichtigste, das konnten wir damals gesetzgeberisch auch nicht regeln, deswegen haben wir es auch nicht geregelt und in die Hände der Rechtsprechung gelegt.
dass immer die Intention entscheidend ist, mit der dieser entsprechende Zuschlag gezahlt wird. Und ich denke, dass hier das Bundesarbeitsgericht eine ausgewogene Lösung gefunden hat, die wir auch unterstützen und die wir auch weiter verfolgen sollten. Herzlichen Dank. Das Wort hat Frank Siske für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, Abgeordnete! Im Juni hat die Mindestlohnkommission mit den Stimmen der Arbeitgebervertreter und der neuen Vorsitzenden den bisher verfolgten, auf Konsensfindung bedachten Weg verlassen und 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Niedriglohnbereich für die nächsten 2,5 Jahre drastischen Reallohnverlust verordnet. Reallohnverlust und eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Die Reaktionen darauf fielen deutlich aus. Ich zitiere: Die Mindestlohnkommission ist doch eine Katastrophe, die vergangene Erhöhung ein Witz. Nachdem die Gewerkschaften dort mithilfe der Vorsitzenden überstimmt worden seien, sei die Kommission ohnehin am Ende. Zitat: Ich denke nicht, dass die Gewerkschaften sich im Interesse der von ihnen vertretenen Beschäftigten weiter an dem Prozess der Mindestlohnfindung unter solchen Vorgaben beteiligen wollen. Zitat Ende, sagt der nordrhein-westfälische Sozial- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, und spricht sich für eine Lohnuntergrenze nicht unter 60% des Medianlohns und eine entsprechende Änderung des Mindestlohnsgesetzes aus. Das genau ist auch die Beschlusslage meiner Fraktion. Es ist in der Tat nicht hinzunehmen, dass der gesetzliche Mindestlohn auf Armutslohnniveau zurückfällt, auf gemäß Mehrheitsbeschluss der Kommission 51,9% des Medians Ende 2025. Deswegen ist es notwendig, das Mindestlohngesetz, wie von der EU empfohlen, um eine Untergrenze für die Höhe des Mindestlohns zu ergänzen und festzulegen, dass bei der Entwicklung des Mindestlohns stets mindestens 60% des Medianlohns sichergestellt sein müssen. Damit können wir verhindern, dass der gesetzliche Mindestlohn in die Nähe der Lohnunterschwelle, Lohnarmutsschwelle zurückfällt, aus der wir die Löhne ja gerade mit Einführung des Mindestlohnes herausführen wollten. Und trägt dem Rechnung, was 85% der Bevölkerung in diesem Land für zutiefst richtig und moralisch geboten halten, dass Arbeit nicht arm machen darf und Arbeit nicht entwürdigen darf. Ja, Arbeit darf nicht arm machen und nicht entwürdigen. Ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 60% des Medians der Vollzeitbeschäftigten wird das Einkommen von über 6 Millionen Menschen verbessern. Derzeit entspräche das etwa 13,50 Euro und im Jahr 2024 14 Euro. Wie schon bei der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro im Oktober 2022 werden davon Frauen und Arbeitnehmer in Ostdeutschland überproportional häufig profitieren. Der Mindestlohn würde sich dabei weiterhin nachlaufend an der Tariflohnentwicklung orientieren, und wie bisher würden darüber hinausgehende Erhöhungsschritte von der Mindestlohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung erfolgen können. Dabei wollen wir die Konsensfindung der Sozialpartner fördern. Im Falle eines Patts könnte, wie bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, eine Schlichtung mit zwei Vorsitzenden mit alternierender Stichstimme greifen oder ein Losverfahren, wie es im angelsächsischen Raum häufig verwendet wird, das den Einigungsdruck in den Verhandlungen erhöht, weil beide Seiten die Sorge haben, beim Losentscheid zu verlieren. Im Sommer wurde die Höhe des Mindestlohns für die kommenden 2,5 Jahre festgelegt. 2,5 Jahre. Ein so langer Zeitraum ist angesichts hoher Inflationsrate nicht zielführend. Die Mindestlohnkommission muss flexibler und schneller auf die Lohn-, die Inflations- und Konjunkturentwicklung reagieren können. Daher soll im Mindestlohngesetz eine jährliche Anpassung festgelegt werden. Ich freue mich, dass es für eine solche Veränderung des Mindestlohngesetzes breite gesellschaftliche Unterstützung gibt. Vom Arbeitnehmerflügel der Union über die Gewerkschaften, prominente Sozialdemokraten bis hin zur Linkspartei. Wir, und damit komme ich zum Schluss, werden daran arbeiten, dafür auch in der Ampelkoalition einen Konsens zu erreichen. Für die AfD hat Jürgen Kohl das Wort. Tag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer im Land! Ich muss es wieder einmal konstatieren, die Linksfraktion hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sollte man als Sozialist oder eventuell als Kommunist nicht wenigstens seine Klassiker aus dem FF kennen? Ich bin ein stolzes Kind des Ostens und ich weiß noch, Lenins Maxime war: konkrete Probleme konkret lösen. Sie aber, Genossinnen und Genossen, halten es offensichtlich eher mit Mao Zedong. Denn das, was in Ihren Anträgen rund um das Thema Mindestlohn vertreten, kommt einem großen Sprung nach vorn gleich. Ein solcher ist immer problematisch. Schicken Sie Ihre Referenten bitte mal nach China und schauen Sie, wie den Wanderarbeitern in China dieser große Sprung bekommen ist. Wir als AfD-Fraktion, uns geht es immer um die konkrete Verbesserung der Einkommenssituation der Arbeitnehmer. Aus diesem Grund haben wir den Antrag gesetzlicher Mindestlohnzulagen und Sonderzahlungen nicht anrechnen eingebracht. Der hat nämlich zielgenaue und passgenaue Veränderungen, die dem Arbeitnehmer nutzen. Einerseits fordern wir, der gesetzliche vorgeschriebene Mindestlohn soll als regelmäßig gezahltes Grundentgelt für eine Zeitstunde definiert werden. Andererseits soll geregelt werden, dass sich über das Grundentgelt hinausgehende Entgeltbestandteile wie Zulagen, Sonderzahlen, Prämien zum gesetzlichen Mindestlohn zuzüglich zu zahlen ist. Deutlich wird bei uns, die AfD schützt die Arbeitnehmerinteressen. Wir wollen, zusätzlich erbrachte Leistungen sind verdient und sind auszuzahlen. Was haben Sie dagegen, liebe Genossen? Warum stimmen Sie dagegen? Liebe Kollegen, wenn wir heute drei Anträge zum Mindestlohn verhandeln, dann hat die vermeintliche soziale Linksfraktion gestern mit dem Rest der Parteien die förderlichen Anträge zum Mindestlohn schnöde abgelehnt. Ich begrüße die Offenheit der Linken, dieses offensichtliche Desinteresse an Arbeitnehmerinteressen. Das zeigt uns, dass die Linksfraktion ihr eigenes ideologisches Süppchen kocht, statt an zahlreichen Mindestlöhner zu denken, die durch unser Vorhaben gewonnen hätten. Genug kommen wir zur Gruppe W, also zur Gruppe Wagner. Ach nein, Wagenknecht, Entschuldigung. Aber das war ein freudscher Versprecher. Aber letztendlich haben beide versucht, ihre politischen Ziehväter zu meucheln. Liebe Freunde der Gruppe W, heute gibt es keinen Fraktionszwang. Ich sehe jetzt keinen Vertreter hier. Ich weiß nicht, ob Sie alle gehen. Sie dürfen also endlich couragiert ausscheren und ein Zeichen setzen. Unterstützen Sie uns nachher. Zeigen Sie den Menschen im Land, dass es Ihnen um Arbeitnehmerinteressen und um Partei und nicht um parteipolitische Abgrenzung geht. Lehnen Sie unsere geplanten Verbesserungen für die Arbeitnehmer ab. Haben Sie sich schneller demaskiert, als Sie Ihr Parteiprojekt überführen können. Wenn Sie mit Ihren noch Fraktionsgenossen der Gysi, Bartsch, Reste, Rampe abstimmen, nach Ihrem formalen Austritt, dann hat die Gemeinschaft festzustellen, dass die Gruppe W es sich wiederum um eine Propagandatruppe handelt, wie bei den Linken. Das ist dann keine Alternative, sondern ein weiteres linkes Abgrenzungsprojekt. Auf ein solches können wir Deutschen verzichten. Dieses Land hat die Linken satt. Danke schön. Der nächste Redner ist Karl-Julius Brunnenberg für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion Die Linke fordert einen gesetzlichen Mindestlohn von 14 Euro. Das kommt jetzt ungefähr so überraschend wie Weihnachten am 24. Dezember. Bei allem Guten, was man über die Anpassung des Mindestlohns im vergangenen Jahr denken mag, war das immer der große Nachteil. Ein politischer Eingriff in die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission birgt das Risiko eines politischen Überbietungswettbewerbs.
Deshalb war es klug und wichtig, dass die Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart hat, dass es bei einem einmaligen Eingriff bleibt und die Kommission danach ihre Arbeit wieder aufnimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und genau so haben wir das gemacht. Die Fraktion Die Linke beantragt also einen erneuten Eingriff. Begründung: Man ist mit der Empfehlung der Mindestlohnkommission aus dem Sommer nicht zufrieden. Ihre Bewertung soll also die erneute Außerkraftsetzung des Mindestlohngesetzes rechtfertigen. Da gehen wir nicht mit. Anpassungen müssen auch weiter auf Grundlage der Empfehlung der Sozialpartner kommen und nicht auf Grundlage eines politischen Überbietungswettbewerbs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da machen wir nicht mit. Entweder Sie respektieren das Mindestlohngesetz, das wir haben, oder Sie organisieren eine politische Mehrheit für dessen grundlegende Änderung. Beides kann ich im vorliegenden Antrag jedenfalls nicht erkennen. Womit wir aber nicht anfangen sollten, das ist, dass Gesetze immer dann ausgesetzt werden, wenn uns die Folgen derselben nicht in den Kram passen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es sehr deutlich zu sagen, das passt nicht zu meinem Verständnis von Verlässlichkeit im Rechtsstaat. Die Anträge von Die Linke stellen einen schweren Eingriff in das Mindestlohngesetz dar und stören den funktionierenden Arbeitsmarkt empfindlich. Aber damit nicht genug. In Zeiten hoher Inflation heizt man so die Lohnpreisspirale an. Das brauchen wir gar nicht. Wir sind vielmehr überzeugt, die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission, Kollege Oellers und die Liberalen sind da eins, garantiert die Stabilität auf dem Arbeitsmarkt und sichert gleichzeitig Beschäftigungschancen für Menschen mit Einstellungshindernissen. Und genau so ist das richtig. 14 Euro von der Fraktion Die Linke überrascht nicht. 14 Euro von der CDU dafür umso mehr. Also nicht hier im Plenum, nicht im Bundestag, aber da, wo Sie den Arbeitsminister stellen, eben schon, in Nordrhein-Westfalen. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin die Rheinische Post vom 28. Oktober. Eine gerechte Lohnuntergrenze liegt für den NRW-Arbeitsminister bei 14 Euro. Im Interview lässt er dann verlautbaren, die Mindestlohnkommission sei eine Katastrophe, das Gremium sei am Ende. Ich brauche es nicht wiederholen, Frank, du hast das bereits dazu ausgeführt. Was ist das bitte schön für eine Botschaft an den Mittelstand und an die kleinen Unternehmen, an die vielen kleinen Unternehmen in unserem Land, die täglich um Kunden und Aufträge kämpfen? Mit welchen Löhnen sollen die in Zukunft planen? Auf welcher Grundlage ihre Preise anpassen? Warum sollen die noch in der Tarifbindung bleiben, wenn der Staat die Lohnfestsetzung übernimmt? Hat die Union das eigentlich wirklich mal zu Ende gedacht? Ludwig Erhard, auf den Sie so stolz sind, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er von solchen Vorstößen erführe, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union. Der Staat setzt den Mindeststandard, um Preiswettbewerb zu Lasten von Lohnbeziehern zu begrenzen, wie der von mir sehr geschätzte und viel zu früh verstorbene ehemalige Kollege Matthias Zimmer immer wieder zu Recht betont hat. Ein geeignetes Instrument zur Armutsbekämpfung war der Mindestlohn nie. Wir Freien Demokraten setzen vielmehr auf selbstbestimmten Aufstieg aus eigener Kraft. Niemand kann sich am Ende wünschen, dass die Menschen nur Mindestlohn verdienen. Mehr soll es sein. Dafür verbessern wir die Rahmenbedingungen. Erstens. Bildung und Qualifizierung sind der beste Weg aus der Armut. Deshalb haben wir die Weiterbildungsförderung reformiert. Zweitens. Arbeit in Vollzeit schützt vor Armut, auch im Alter. Deshalb wollen wir Liberale mehr Arbeitszeitflexibilisierung. Das hilft bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und drittens. Investitionen steigern die Produktivität. Das zieht die Löhne hoch. Deshalb stärken wir die Wirtschaft mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz und dem Wachstumschancengesetz. Zu guter Letzt, der Mindestlohn ist ein Bruttolohn. Und wenn schon Beschäftigte nicht mehr als Mindestlohn verdienen, dann sollten wir wenigstens den Steuergrundfreibetrag erhöhen und damit dafür sorgen, dass ihnen mehr Netto vom Brutto bleibt. Dafür sind wir auch zuständig. So sorgen wir ganz ohne ordnungspolitischen Flurschaden für mehr Kaufkraft für viele fleißige Menschen. Sie haben es sich verdient. Annika Klose hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen aus den demokratischen Fraktionen, werte Zuschauerinnen, Herr Pohl,
Was Sie hier gerade mal wieder zum Besten gegeben haben, das ist ja wirklich einfach nur noch peinlicher Klamauk. Mindestlohn und Mao gleichzusetzen, also das würde, glaube ich, niemandem so wirklich einfallen, der dieses Hohe Haus auch mal mit Respekt begegnen würde. Das zeigt eigentlich... Es wäre schön, wenn Sie auf dem Niveau dieses Hauses mal ankommen würden, aber ich glaube, das ist offenbar gar nicht Ihr Anliegen. Sie führen eine wichtige Debatte ad absurdum und ich glaube, es kann Sie eigentlich niemand mehr in diesem Land ernst nehmen. Herr Oellers, Sie haben darüber ausgeführt, dass die Mindestlohnkommission analog zur Sozialpartnerinnenschaft funktionieren würde. Das Problem ist doch aber, wenn man sich die Mindestlohnkommission gerade anguckt, hat sie einen Konstruktionsfehler. Denn in der Sozialpartnerschaft ist es doch so, dass man sich am Ende auf etwas einigen muss. Man sitzt zusammen, man verhandelt und am Ende steht eine Einigung, der beide Seiten zustimmen müssen. Die Mindestlohnkommission hat aber dieses Mal eine Entscheidung getroffen, in der die eine Seite die andere Seite überstimmt hat. So funktioniert es aber nicht. Und so funktioniert es auch nicht mit dem sozialen Frieden. Und deswegen muss man sich das definitiv auf jeden Fall noch mal angucken. So, wozu ich aber eigentlich noch mal reden wollte, war das Thema Minijobs. Denn heute sind ja drei Anträge hier zur Diskussion von den Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Und einer davon geht eben um das Thema Minijobs und Existenzsicherung von Frauen. Erst noch mal, was ist eigentlich ein Minijob? Ein Minijob ist ein Beschäftigungsverhältnis bis 520 Euro aktuell. Das ist ungefähr 10 Stunden in der Woche, in der Regel auf Mindestlohnniveau. Und die Idee grundsätzlich ist, dass ein Minijob eben keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ersetzt, sondern eigentlich einen Nebenerwerb darstellt. Ein Minijob ist nicht als Existenzsicherung gedacht, sondern eher für jemanden, der eigentlich seine Existenz woanders sichert, zum Beispiel einen Rentner, eine Rentnerin oder eine Studentin, ein Student. Deswegen muss man bei Minijobs eben aktuell auch keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen und hat auch einen reduzierten Steuertarif. Das heißt, man hat mehr oder weniger brutto und netto fast dasselbe raus. Aber die Linke weist auf einen Konstruktionsfehler auch beim Minijob hin, den ich teile und den ich auch absolut schwierig finde und der gerade auch Frauen häufig zum Nachteil gereicht. Denn es ist tatsächlich so, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass man eben einen anderen Erwerb haben muss oder anders abgesichert sein muss. Und so kommt es vor, dass eben insbesondere Frauen quasi einen Zuverdienst in ihre Ehe mit einbringen, dass es einen Hauptverdiener gibt und die Frau halt quasi, also meistens die Frau nebenher verdient, am Ende aber keine eigene Absicherung hat, was gerade eben in Trennungssituationen häufig darin mündet, dass die Frauen halt schlechter abgesichert sind, dass geringere Rentenansprüche auch bestehen, aber vor allem natürlich auch, wenn sowas wie eine Pandemie auftritt, auch keine Ansprüche beim Kurzarbeitergeld bestehen und vor allem die Frauen dann eben wieder ins Loch fallen. Das ist ein Fehlanreiz, den wir haben, der eben vom Ehegattensplitting in diesem Land leider auch noch unterstützt wird und wo wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch sagen, dass es hier einen grundsätzlichen Reformbedarf gibt. Es ist aber auch kein Geheimnis, wir haben uns darauf nicht verständigen können miteinander. Was wir aber hingekriegt haben, ist, dass wir die Midi-Jobs reformiert haben. Die Midi-Jobs sind alle Beschäftigungsverhältnisse über 520 bis maximal 2000 Euro. Auch da zahlt man einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag. Das bedeutet, dass man eben Anreize hat, eben auch mehr zu arbeiten und trotzdem noch nicht volle Sozialversicherung zahlt, dass man eben auch netto dann mehr raus hat und dass das eben auch ein Anreiz ist, für Frauen über die 10 Stunden hinaus zu arbeiten und perspektivisch dann eben auch in einer vollen Sozialversicherungspflicht zu landen, mit voller Absicherung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir da gegangen sind. Da müssen wir weitermachen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner ist Marc Straubinger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren ja heute über die Anträge der Linken, einmal zur Minijob in die Sozialversicherungspflicht zu überführen. So ist ja der korrekte letztlich Antrag und gleichzeitig aber auch den Mindestlohn auf 14 Euro politisch festzusetzen. Ich glaube, beide Anträge sind nicht sehr zielführend. Zielführend deshalb oder nicht zielführend, denn auf der einen Seite, wenn ich sage, alle Minijobs müsste ich voll sozialversicherungspflichtig letztendlich belasten, würde weniger Einkommen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeuten. Ob dies die Linke tatsächlich will, das ist dann wieder eine andere Frage, aber ich hätte dafür kein Verständnis. Zweitens,
sind Minijobs immer noch eine gute Ausgleichsmöglichkeit für Arbeitsspitzen im Einsatz und darüber hinaus dann auch eine gute Hinzuverdienstmöglichkeit für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserer Gesellschaft. Aber vor allen Dingen die Minijobs, wie Sie suggerieren in Ihrem Antrag, werden nicht ausgeweitet, sondern die sind rund stabil, rund bei 6 bis 7 Millionen. Und so und vielfältigst letztendlich in der Inanspruchnahme, entweder durch Schülerinnen und Schüler, entweder durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil sie sich etwas hinzuverdienen wollen, oder Rentnerinnen und Rentner, oder gleichzeitig angestellte Ehefrauen in Handwerksbetrieben. Also das ist die Vielfalt des Lebens und es zeigt die breite Gestaltungsmöglichkeit des Einsatzes des Minijobs. Und deshalb steht die CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Erhalt der Minijobs in dieser bewährten Form. Wobei ich ganz zusätzlich schon anfügen möchte, ob diese automatische Ansteigerung, die derzeit stattfindet, das muss nicht unbedingt, lieber Pascal Kober, das Zeitfenster für die Zukunft sein. Denn irgendwo gibt es auch entsprechende Grenzen, also auch zu setzen. Und ich glaube, dass man da wieder zu starren und festen Grenzen zurückkommen müsste, um damit auch die Sozialversicherungseinträge und Ergebnisse nämlich auch wieder zu verbessern. Das gehört auch mit dazu. Auch wenn die Arbeitgeber 31% zusätzlich zu bezahlen haben, so ist es nicht ein voller Sozialversicherungsbeitrag, wie er bei einer normalen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung stattfinden würde. Ich bin aber erstaunt über den jetzigen Debattenverlauf, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14 Euro, der ja so allseitlich auch zumindest von zwei Teilen der Koalition ja begrüßt wird und damit auch wieder angestrebt wird. Und das heißt sehr deutlich, die ursprüngliche Idee, eine Untergrenze einzuführen, aber dies dann den Tarifparteien letztendlich zu überlassen, wie die Anpassungen zu erfolgen haben, das ist mittlerweile obsolet. Und besonders bin ich überrascht, dass ein ehemaliger Gewerkschaftsführer, Sie, Herr Psirske, dass Sie plötzlich also die gesamte tarifpolitische Landschaft aus der Hand geben wollen und die, ja natürlich, und wenn Sie dafür plädieren, dass der Mindestlohn jedes Jahr auf den 60% Bruttomedianlohn angehoben wird, dann braucht man überhaupt keine großen Tarifkämpfe nimmer, weil das können wir dann immer so schön fortschreiben. Wir haben eine heile Welt, nur das nimmt nicht Rücksicht auch auf die wirtschaftlichen Entwicklungen. Und das ist das Problem eines so gesetzlichen Mindestlohns. Und wir als CDU-CSU, wir stehen für höhere Löhne, nicht an der Orientierung des gesetzlichen Mindestlohns. In unserer Zeit wurden, glaube ich, 12 oder 13 Branchenmindestlöhne eingeführt. Diese Branchenmindestlöhne liegen weit höher wie der gesetzliche Mindestlohn. Und das ist auch den Branchen dann gerecht. Also damit, also auf das muss man Rücksicht nehmen. Und dass der gesetzliche Mindestlohn mittlerweile auch Auswirkungen hat, das kann man auch nicht verhehlen, nämlich die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns, insbesondere in der Landwirtschaft. Der Obstbauanteil ist mittlerweile abgesunken auf 20% des Selbstversorgungsgrads, weil er in der Landwirtschaft die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns nicht mehr erwirtschaftet werden kann und weil wir in einer Konkurrenzsituation mit Spanien sind. In Spanien ist der Mindestlohn bei 6,55 Euro, der möglicherweise, wie ich aus einem Besuch mit Kolleginnen und Kollegen des Landwirtschaftsausschusses erkennen musste, in der heißesten Region Europas werden Früchte erzeugt, die gewaltigen Wasserverbrauch haben. Den importieren wir mit zu uns, Herr mit Kollege, verheerenden Folgen für die Natur, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort eingesetzt sind. Kollege, das Frau kann nicht Ziel einer vernünftigen Lohnpolitik sein. Deshalb lehnen wir diese Pläne hier auf alle Fälle ab. Danke schön, Frau Präsidentin. Das Wort hat die Kollegin Dr. Sandra Detzer für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ZuschauerInnen! Der Mindestlohn ist essentieller Bestandteil des Ordnungsrahmens unserer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, und das ist gut so. Seit der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro durch die Ampelkoalition haben 6 Millionen Menschen in diesem Land mehr Geld erhalten. Das kommt vor allen Dingen Frauen und geringfügig Beschäftigten zugute. 3 Millionen Frauen davon, 3 Millionen geringfügig Beschäftigte. Der Anteil der NiedriglöhnerInnen sank auf 15%. Da hat der Mindestlohn ganz klar seine wichtigsten Ziele erreicht, nämlich eine Untergrenze einzuführen für würdige Entlohnung und den Schutz der ArbeitnehmerInnen vor Lohndumping. Jetzt haben wir seit 18 Monaten eine andere Situation in diesem Land, und die ist bedingt durch die hohe Inflation. Die hohe Inflation ist verursacht ganz klar durch den massiven Preisanstieg bei den fossilen Energien und durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Das ist neu, denn da sind besonders Menschen mit kleinen Einkommen betroffen. Und da ist ein armutsfester Mindestlohn, der sich an 60% des Medians orientieren würde, genau das richtige Mittel. Der würde genau diesen Menschen mit kleinem Einkommen helfen, ihre täglichen Ausgaben zu stemmen. Und genau deswegen ist das Ergebnis der Mindestlohnkommission so enttäuschend. Deswegen braucht es eine Reform der Mindestlohnkommission, eben genau um die erfolgreiche Arbeit der SozialpartnerInnen zu stärken und um die Legitimation dieser Kommission wieder zu stärken. Und jetzt rede ich ganz bewusst als wirtschaftspolitische Sprecherin in dieser Debatte, weil die Debatte um einen angemessenen Mindestlohn wie selten zuvor auch eine Debatte ist, die die wirtschaftliche Stabilität dieses Landes betrifft. Wir brauchen einen angemessenen Mindestlohn, um die Binnenkonjunktur zu stabilisieren. Diese Wirtschaft ist momentan durch die Talsohle hindurch. Wir dürfen nächstes Jahr wieder auf wirtschaftlichen Aufschwung hoffen. Und wir haben jetzt auch erst die Gutachten diese Woche bekommen, die ganz genau sagen, die Nachfrage im Binnenbereich, die Nachfrage der ArbeitnehmerInnen, die Konsumausgaben der privaten Hand, die sind ein ganz enormer Bestandteil dieser konjunkturellen Erholung. Die machen aus, dass die Konjunktur wieder wachsen kann. Die setzen Wachstumsimpulse. Und selbstverständlich ist auch da ein angemessener Mindestlohn ein ganz zentraler Bestandteil, um unsere Konjunktur zu stabilisieren. Die deutsche Wirtschaft hat eine enorme Exportstärke, das wissen wir. Und wir merken aber auch momentan, was die Gefahr dabei ist. Wenn in China das Wachstum schwächelt, wenn global Wachstum schwächer ist, dann merken wir das ganz konkret hier. Und deswegen ist es richtig, was uns viele Wirtschaftsforschungsinstitute immer wieder in Stammbuch geschrieben haben. Stärken wir die Binnennachfrage, das tun wir mit einem armutsfesten Mindestlohn. Und deswegen freue ich mich da auf die weitere Debatte. Herzlichen Dank. Für die AfD hat jetzt Gerrit Huy das Wort. Frau Präsidentin, liebe Besucher, werte Kollegen! Die Linken wollen mal wieder den Mindestlohn erhöhen, zum wiederholten Mal in diesem Jahr. Es ist ja bekannt, dass die Linke nie danach fragt, wie die guten Gaben, die sie so gern verteilen möchte, denn eigentlich finanziert werden sollen, außer dass sie es den Reichen wegnehmen möchte. Wie also Firmen, die viele Mitarbeiter im Mindestlohn beschäftigen, mit einer neuerlichen Erhöhung um fast 17% zurechtkommen sollen, kümmert die Linke nicht. Gehören aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch alle den Reichen. Mittelstandsgerecht ist dieser Vorschlag definitiv nicht. Wir erinnern uns, in den letzten Monaten wurde der Mindestlohn bereits um 25% erhöht. Zum Jahresanfang soll jetzt weitere 16,7% dazukommen. Das macht eine Gesamterhöhung in 2 Jahren um 46% aus. Das ist abenteuerlich. Diese Forderung ausgerechnet in Zeiten zu stellen, in der die Konkursrate dramatisch angestiegen ist, sie liegt zurzeit deutlich über dem Vor-Corona-Niveau, ist völlig deplatziert. Wir von der AfD wünschen uns selbstverständlich auch, dass wir in Deutschland bessere Löhne bekommen, aber nicht um den Preis, dass viele Firmen daran ersticken. Denn das bringt den Belegschaften dann keine besseren Löhne, das bringt ihnen Arbeitslosigkeit. Für die Mindestlohnerfindung ist deshalb wirtschaftlicher Sachverstand erforderlich. Sie darf nicht Gegenstand einer Wahlkampfshow sein, wie sie Kanzler Scholz 2021 veranstaltet hat.
Dieser wahlkampfbedingte Eingriff der Politik in die grundgesetzlich festgeschriebene Tarifautonomie darf sich keinesfalls wiederholen. Für die Mindestlöhne ist ausschließlich die eigens dafür konzipierte Mindestlohnkommission zuständig, in der die Überlegungen beider Seiten, nämlich von Gewerkschaften und Unternehmen, einfließen. Beide Seiten orientieren sich dabei an der Tarifentwicklung. Und genau das ist auch sinnvoll, damit nicht bei jeder neuen Mindestlohnerhöhung die Tarifstrukturen aus den Fugen geraten. Wenn Sie den Menschen also wirklich etwas Gutes tun wollen, drehen Sie nicht am Mindestlohn. Es gibt dafür ein viel probateres Mittel. Nehmen Sie der Regierung Geld weg, das diese ins Ausland überweisen will oder in den Fonds für die ruinöse Transformation stecken will. Und erhöhen Sie mit diesem Geld den Steuergrundfreibetrag. Das lässt die Herzen aller arbeitenden Bürger höher schlagen, weil sie es am dickeren Portemonnaie spüren. Und sie werden das Geld auch wieder ausgeben und dadurch wirtschaftliches Wachstum bewirken. Unsere Wirtschaftsweisen jedenfalls meinen, dass zurzeit ausschließlich vom Konsum eine wirtschaftliche Belebung erfolgen kann. Und damit tun Sie den Beschäftigten dann gleich zweimal etwas Gutes. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Pascal Kober für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich den einen Ihrer beiden Anträge gelesen habe, den Titel eines der beiden Anträge, die Sie heute hier eingebracht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, da habe ich meinen Augen nicht getraut. Selbstständige Existenzsicherung von Frauen fördern. Ich dachte, es geschehen noch Zeichen und Wunder, um gleich mal einen Brückenschlag zu Ihren Bibelzitaten zu schlagen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Die Selbstständigkeit liegt plötzlich den Linken am Herzen und nicht nur die freigestellte Betriebsratsarbeit. Aber dann ging ja der Satz weiter. Sie wollten die Minijobs in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen. Das kann man ja wollen. Wir sind da zwar anderer Meinung als Freie Demokraten, aber die Begründung, die Sie anführen, die ist ja schon abenteuerlich. Und auch da schlage ich wieder die Brücke in ein Bibelzitat. Nehmt euch Acht, ja, vor den falschen Propheten, die falsche Lehren verbreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es ist ja offensichtlich, oder es müsste doch auch Ihnen offensichtlich sein, wenn Sie 520 Euro im Monat verdienen, dann kann das nicht existenzsichernd sein. Ganz egal, ob Sie das in einem Minijobs-Arbeitsverhältnis tun oder ob Sie das in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis tun. Dem Minijob vorzuwerfen, dass er mit 520 Euro nicht existenzsichernd sei, mit dieser Begründung machen Sie sich nicht wirklich seriös hier in der Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist, glaube ich, auch noch mal zu betonen, dass wir nach über 10 Jahren endlich mal wieder für Gerechtigkeit gesorgt haben, gerade für die Minijobberinnen und Minijobber, indem wir seit 10 Jahren zum ersten Mal in dieser Koalition auf Anregung der FDP und Unterstützung von SPD und Grünen die Minijobgrenze erhöht haben. Erstmalig seit 10 Jahren auch denjenigen ermöglicht haben, mehr zu verdienen, die in einem Minijob arbeiten. Und wir werden, und das haben wir ja auch schon gesetzlich beschlossen, mit der Dynamisierung am 1. Januar zum ersten Mal die automatische Anhebung der Minijobgrenze im Verhältnis zum Anstieg des Mindestlohnes begrüßen dürfen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Minijobgrenze auf 538 Euro steigt. In Ihrem zweiten Antrag fordern Sie einen Eingriff, politischen Eingriff in das Mindestlohngesetz. Sie wollen den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen. Dem werden wir nicht zustimmen, denn wir sind der Überzeugung, dass wir auch gerade Geringverdienern, Frauen und Nicht-EU-Ausländern die Chance erhalten müssen, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Nun wird ja mantraartig immer betont, dass weder die Einführung noch die bisherigen Erhöhungsschritte des Mindestlohnes Arbeitsplätze gekostet hätten oder einen negativen Effekt auf den Arbeitsmarkt gehabt hätten. Aber wenn man dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung glaubt, dann ist das eben nicht richtig, sondern man muss genauer hinschauen. Und dann zeigt sich, dass gerade für Frauen, für Geringqualifizierte und für Nicht-EU-Ausländer die Erhöhung des Mindestlohnes tatsächlich zu Beschäftigungsabbau geführt hat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das völlig falsche Signal in der jetzigen Situation, wo wir Arbeitsplätze brauchen für Menschen, die den Einstieg in Arbeit finden müssen. Und deshalb halten wir von Ihrem Vorschlag überhaupt
gar nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Was unsere Anstrengung sein soll im Sozialstaat, ist, den Aufstieg innerhalb des Arbeitsmarktes zu ermöglichen, wenn der Einstieg gelungen ist. Und da ist in der Tat Nachholbedarf in unserem Staat. Zu wenigen gelingt der Aufstieg innerhalb des Arbeitsmarktes. Und das muss die Anstrengung sein. Denn der Mindestlohn mag bei 12,41 € oder bei 14 € liegen. Ganz gleich, wir als Freie Demokraten sagen, es kann uns nicht zufriedenstellen, wenn Menschen dauerhaft am untersten Niveau der Einkommensskala arbeiten. Das wollen wir aber durch Kompetenzzuwachs, durch Bildung und durch Aufstiegsmobilität lösen. Und dafür kämpfen wir als Freie Demokraten. Für die SPD-Fraktion spricht die Kollegin Nathalie Pablik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Arbeit muss vor Armut schützen und für das Leben ausreichen. Das ist eine Grundüberzeugung der Sozialdemokratie, für die wir seit mehr als 160 Jahren einstehen. Aus dieser Grundüberzeugung heraus haben wir seinerzeit auch nach jahrelangen Kämpfen und gegen enormen Widerstand, vor allem auch seitens der Wirtschaft, die geschrien hat, davon wird unsere Gesellschaft kaputt gehen, den Mindestlohn eingeführt. Und ich selbst habe das damals erlebt. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet und erinnere mich noch sehr gut daran, wie mein Stundenlohn von damals knapp 6 € die Stunde auf 8,50 € gestiegen ist. Für uns in der Gastronomie, aber für viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, war das ein riesiger Schritt und ein enormes Zeichen des Respekts, das längst überfällig war. Im vergangenen Jahr haben wir deshalb auch aus guten Gründen den Mindestlohn auf 12 € angehoben. Und das haben wir nicht aus einem Selbstzweck heraus getan oder aus Spaß am Regulieren, sondern weil Deutschland trotz seiner wirtschaftlichen Stärke einen viel zu großen Niedriglohnsektor hat und viel zu viele Menschen in Erwerbsarmut leben und das die bittere Realität von ganz, ganz vielen in unserem Land ist und war. Und das wollen und dürfen wir nicht akzeptieren. Der 12 € Mindestlohn entsprach einer Lohnerhöhung für rund 6 Millionen Beschäftigte. Das ist ein großer Erfolg. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass der Mindestlohn in vielen Fällen und gerade in Städten wie München oder Frankfurt am Main und die Rhein-Main-Region, aus der ich komme, leider nicht ausreicht, um im Alltag über die Runden zu kommen. Im Juni 2023 waren die Hälfte der Bürgergeldempfänger eben nicht arbeitslos. 80.000 Menschen arbeiten in unserem Land in Vollzeit und müssen ihren Lohn mit dem Bürgergeld aufstocken, um ihre Wohnungen bezahlen zu können oder am Ende des Monats den Kühlschrank füllen zu können. Das ist zutiefst ungerecht, und das dürfen wir auch nicht akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer arbeitet, muss davon leben können. In Zeiten von Inflation und Preissteigerung gilt das umso mehr. Diejenigen, die besonders darunter leiden, und das wurde heute oftmals erwähnt, sind Frauen, insbesondere Alleinerziehende. In Deutschland ist es das größte Armutsrisiko, alleinerziehende Frau zu sein. Und das gehört sich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dagegen müssen wir etwas tun. Aus guten Gründen sieht das Mindestlohngesetz die Mindestlohnkommission vor, die auf paritätisch aus Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern besetzt wurde, um einen gemeinsamen Vorschlag für die Mindestlohnerhöhung zu erarbeiten. Das ist ein gutes Instrument. Doch leider muss ich ebenfalls kritisieren und mit großem Bedauern feststellen, dass in diesem Jahr mit der guten Tradition des gemeinsamen Vorschlags gebrochen wurde. Denn die Mindestlohnkommission hat mit den Stimmen der Arbeitgeber und der Stimme der Vorsitzenden die Arbeitnehmerseite überstimmt. Und das ist etwas, da können wir sehr gerne auch über Reformvorschläge diskutieren, ohne die Mindestlohnkommission als Ganzes abzuschaffen. Das begrüße ich sehr. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass eben der Mindestlohn nicht dauerhaft nur durch Politik entschieden wird, sondern unter den Tarifparteien gemeinsam entschieden wird. Und zu guter Letzt, der Mindestlohn allein ist eben nicht die Lösung für Erwerbsarmut.
Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen den Ausbau der Ganztagsbetreuung, insbesondere an Grundschulen. Denn Frauen brauchen eine gute Betreuung, damit sie eben auch während ihrer Erziehungsarbeit arbeiten gehen können und mehr Stunden leisten. Auch das hilft alles gegen Armut. Es gibt viele Instrumente. Und das Wichtigste ist natürlich eine stärkere Tarifbindung, für die wir uns einsetzen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das muss man sich mal vorstellen. Deutschland ist Vorbild, international Vorbild bei der Sozial- und Tarifpartnerschaft. Wir haben hier gelebte Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern seit vielem, und die Welt blickt auf uns. Wir empfangen sehr oft hier Delegationen aus anderen Ländern, die sich informieren, wie läuft das eigentlich bei uns, was können wir besser tun, wo können wir uns ein Beispiel bei euch nehmen. Wir haben in Deutschland einen umfassenden Arbeitnehmerschutz, sowohl im Arbeitsrecht als auch bei der Arbeitszeit und in vielen anderen Bereichen. Und wir haben eine funktionierende Mindestlohnkommission, die sich seit 2015 regelmäßig zusammensetzt und einen gemeinsamen Mindestlohn ausverhandelt, den sie auch imstande ist zu tragen, den die Unternehmen imstande sind zu tragen und zu bezahlen. Denn das, was wir an Geld ausgeben, muss erst einmal erwirtschaftet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und was macht die Linke? Die Linke fordert erneut einen politischen Mindestlohn. Das wäre dann, meine Damen und Herren, die dritte politische Festsetzung seit 2015. Und machen wir uns nichts vor, eine politische Festsetzung von Löhnen in diesem Land bleibt natürlich nicht folgenlos. Wir haben wohlgemerkt seit 2015 einen Mindestlohnanstieg von inzwischen 46%. Wohlgemerkt, der gesamte Bruttolohn in Deutschland stieg lediglich um 33% im Durchschnitt. 30% der Unternehmen sagen, sie sind betroffen von diesen Erhöhungen. Was heißt das? Das heißt ja nicht nur, dass die unteren Lohngruppen dann eben entsprechend mehr bekommen. Das heißt ja auch, dass die oberen Lohngruppen ihren Lohnabstand gewahrt wissen wollen und sagen, hey, ich habe studiert, hey, ich habe eine Ausbildung, ich möchte doch meinen Lohnabstand zur unteren Lohngruppe, zu demjenigen, der möglicherweise keine Ausbildung hat oder der noch nicht so viel Berufserfahrung hat oder was auch immer, ich möchte den gewahrt wissen. Das heißt, die Folgekosten für ein Unternehmen sind mitunter erheblich. Leben und Arbeiten in Deutschland wird immer teurer, Herr Bsirske. Und der Vorschlag, den die Linke hier macht, ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Er ist zunächst ein Verstoß, Herr Bsirske, er ist zunächst ein Verstoß gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Eigentum, Freiheit, Haftung steht bei Wikipedia, können Sie alle nachlesen. Die soziale Marktwirtschaft ist das Erfolgsmodell unserer Wirtschaft seit 1945. Und die soziale Marktwirtschaft hat dieses Land in den Wohlstand geführt und hat für Vollbeschäftigung gesorgt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie alle mal Nachhilfe in Sachen Ordnungspolitik, Nachhilfe in Sachen Grundlagen der Wirtschaftspolitik und Nachhilfe in Sachen sozialer Marktwirtschaft brauchen. Sie wissen überhaupt nicht, wie unser Land und unsere Wirtschaft funktioniert. Und ich schäme mich manchmal, hier in diesem Parlament Vorschläge wie diesen zu hören. Ganz ehrlich, was Sie machen, ist ein wirtschaftliches Abbauprogramm. Aber Sie machen hier keine Vorschläge, um dieses Land voranzubringen, um die Menschen in Arbeit zu halten, um die Menschen ein gutes Einkommen zu führen. Was Sie nur können, ist verbieten und politisch verordnen. Sie haben überhaupt keine Kompetenzen in diesem Bereich. Und deswegen empfehle ich Ihnen, hin und wieder mal zuzuhören und vielleicht mal ein bisschen länger zur Schule gehen, mal einen Abschluss zu machen, mal einen Beruf zu erlernen, mal ein paar Jahre zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da meine Zeit am Ende ist, möchte ich es dabei auch belassen. Und das ist das Schöne, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Besuchertribüne. Politischer Wettstreit, politischer Wettbewerb lebt eben genau von der Frage, wer am Ende die besseren Ideen hat. Und wer die besten Ideen in Deutschland hat, die können Sie sich jeden Sonntag in einer Sonntagsumfrage ansehen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Union. Danke.
Das Wort hat Beate Müller-Gemmecke für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen. Kindererziehung ist leider immer noch häufig Frauensache. Und wenn die Frauen arbeiten, dann arbeiten sie häufig nur im Minijob. Die Rentenansprüche sind dann dementsprechend gering. Und genau das, diese finanzielle Abhängigkeit und Armut im Alter, wollen wir verhindern. Und häufig sind diese kleinen Jobs von Frauen nicht nur klein, sondern sie sind vor allem auch schlecht bezahlt. Und deshalb war es richtig, dass der Mindestlohn 2015 endlich eingeführt wurde, dass eine untere Haltelinie eingeführt wurde, die nicht unterschritten werden darf von Frau Schimke. Die Tarifpartnerschaft, die funktioniert eben nicht mehr in allen Branchen. Und deswegen braucht es den Mindestlohn, damit wirklich Arbeit und Würde wieder zusammenpassen. Und richtig war auch deshalb, dass wir im letzten Jahr den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht haben, denn davon profitieren vor allem Frauen. Der Mindestlohn muss jetzt natürlich auch weiter angepasst werden. Und die Höhe des Mindestlohns darf nicht 60% des Medianlohns unterschreiten, denn Arbeit muss fair entlohnt werden und vor Armut schützen. Aber es geht vor allem auch um die kleinen Jobs, um die Minijobs. Und es ist bekannt, 12 Euro Mindestlohn war in der Ampel nur in Verbindung mit der Erhöhung der Minijob-Verdienstgrenze auf 520 Euro möglich. Und dieser Kompromiss war für uns Grüne schwierig. Auch das ist bekannt. Wir bleiben dabei. Auch kleine Jobs sollen sozialversicherungspflichtig sein. Denn davon würden die Sozialversicherungen profitieren, aber vor allem die Beschäftigten und insbesondere Frauen. Im Koalitionsvertrag haben wir deshalb festgeschrieben, dass Minijobs nicht zur Teilzeitfalle werden dürfen. Reguläre Arbeitsverhältnisse dürfen auch nicht mit Minijobs ersetzt werden. Und außerdem darf es keine Hürden beim Wechsel in versicherungspflichtige Beschäftigung geben. Und deshalb haben wir den Übergang von Minijobs zu Midijobs deutlich verändert. Früher waren die Sozialabgaben beim Wechsel hoch. Wer früher nur einen Cent mehr verdient hat als 450 Euro, musste sofort 52 Euro Sozialversicherung zahlen. Heute ist das anders. Heute sind das 0 Euro und die Arbeitgeberinnen zahlen dafür mehr. Wir haben also die Hürde, von einem Minijob in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu wechseln, deutlich abgesenkt. Und es war wichtig, damit Minijobs eben nicht zur Teilzeitfalle werden. Das reicht aber nicht aus. Jetzt müssen wir auch noch die geplanten und notwendigen steuerlichen Anpassungen auf den Weg bringen. Denn Frauen mit der Steuerklasse 5 werden massiv benachteiligt. Sie zahlen über das Jahr mehr Steuern, der Ehemann in Steuerklasse 3 dafür weniger. Für die Frauen ist das extrem frustrierend, weil vom Lohn eben weniger übrig bleibt. Und der Ausweg ist da häufig der Minijob. Und genau das müssen wir verhindern. Und außerdem gehen den Frauen durch die Steuerklasse 5 auch viel Geld verloren, wenn sie beispielsweise Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld beantragen müssen. Denn diese Lohnersatzleistungen werden auf Grundlage des Nettolohns berechnet. Und der ist eben in der Steuerklasse 5 viel zu niedrig. Das ist eine Benachteiligung und die ist nicht akzeptabel. Ja, und deshalb werden wir definitiv die Steuerklasse 5 abschaffen und damit den Wechsel von den Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung attraktiver machen. Denn wie gesagt, finanzielle Abhängigkeit und Armut im Alter von Frauen wollen wir verhindern, denn das sowas darf es nicht geben. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun KW Mansouri das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der gesetzliche Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte für Beschäftigung, Binnennachfrage und Produktivität. Und weil hier heute auch sehr viele Reden gehalten worden sind zum Thema Sozialpartnerschaft und ich das wirklich auch für bedenkenswert halte,
will ich noch mal erinnern, dass aus genau dem Grund bei der erstmaligen Einführung des gesetzlichen Mindestlohns das ja auch so eine Debatte war, übrigens auch innerhalb der Gewerkschaften, ob es nicht klüger ist, dass die Sozialpartner das untereinander regeln. Es hat allerdings in diesem Land auch ein Lerneffekt stattgefunden, dass Hungerlöhne, von denen niemand leben kann, von denen niemand eine Familie über die Runden bringen kann, dass das jedenfalls inakzeptabel ist. Und das ist die Rechtfertigung auch für die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gewesen, meine Damen und Herren. Und ich habe manchmal den Eindruck, gerade bei Herrn Oellers und Frau Schimke, wenn wir über den gesetzlichen Mindestlohn sprechen, dann wollen Sie über Sozialpartnerschaft sprechen, und wenn wir über Sozialpartnerschaft sprechen, dann wollen Sie über negative Koalitionsfreiheit sprechen. Sie müssen sich dann am Ende schon ehrlich machen. Wenn Sie für Sozialpartnerschaft sind, dann müssen Sie uns dabei auch unterstützen, Mitbestimmung und Tarifverträge in diesem Land durchzusetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich fand das auch gut, was Herr Straubinger gesagt hat zum Thema Branchenmindestlöhne und wie viele es damals gegeben hat. Also ich kann Ihnen jedenfalls für die SPD-Fraktion sagen, wenn Sie für Ausweitung von Allgemeinverbindlichkeit sind, da haben Sie die SPD auf Ihrer Seite. Ob Sie Herrn Oellers auf Ihrer Seite haben, das müssen Sie fraktionsintern klären, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber klar ist, der Mindestlohn ist die Untergrenze. Mindestlohn, Mindestrente, das ist alles wichtig, um den sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu sichern. Aber es ist nicht der Goldstandard, sondern der Goldstandard ist, mit Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft dafür zu sorgen, dass die Interessen der Millionen von Beschäftigten in diesem Land durchgesetzt werden. Und das ist übrigens auch eines der Gründe, warum wir uns als SPD-Fraktion sehr freuen, dass unser Arbeitsminister Hubertus Heil ein Tariftreuegesetz vorlegen will, weil es nämlich nicht sein kann, dass Steuergeld, dass öffentliche Aufträge an Lohndumping in diesem Land gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Arbeit muss sich lohnen, und es ist eigentlich erschreckend, dass die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro für 6 Millionen Menschen in diesem Land die höchste Lohnerhöhung ihres Lebens bedeutete, für manche eine Lohnerhöhung um 20 Prozentpunkte. Lohnabstand ist ein wichtiges Ziel. Und Lohnabstand erreichen wir aber auch mit vielen anderen Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten auf den Weg gebracht haben, mit Erhöhung von Kindergeld, mit Erhöhung von Kinderzuschlag, mit der Wohngeldreform, mit den Anpassungen bei Midijobs und mit den Änderungen auch im Einkommenssteuergesetz. Wir haben in diesen Fragen immer gestanden, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber Sie haben sich häufig mit Enthaltungen und Nein-Stimmen in die Büsche verschlagen. Auch das gehört zur Wahrheit hier dazu. Und deswegen ist völlig klar, dass wir noch vieles zu tun haben für einen Aufbruch am Arbeitsmarkt, für die Steigerung von Erwerbsbeteiligung, unter anderem von Frauen. Insbesondere für Frauen muss sich Arbeiten lohnen. Am Ende geht es aber um gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch ein auskömmlicher Mindestlohn. Das ist eine wichtige Frage für den sozialen Zusammenhalt und auch für die Stabilität unserer Demokratie. Ich danke Ihnen. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun Maximilian Mörseburg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als die Große Koalition vor 8 Jahren den Mindestlohn einführte, hat man den Versuch gewagt, in die Lohnfindung einzugreifen, ohne die Grundidee der Tarifautonomie aufzugeben. Mit der Mindestlohnkommission hat man einen Weg gefunden, wie die Erhöhung nicht durch die Politik, sondern durch Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustande kommen. Ich möchte mich bei der Linksfraktion bedanken, die auf ihren letzten Metern noch einmal das Anschauungsbeispiel dafür liefert, warum die politische Erhöhung des Mindestlohns und damit die Entmachtung der Tarifparteien ein historischer Fehler der Ampelkoalition war, der auf keinen Fall wiederholt werden darf. Wer bietet mehr? 12 Euro gab es von der SPD, 14 soll es jetzt von der Linkspartei geben. Warum nicht 15 Euro von Sarah Wagenknecht? Eine solche Diskussion hat nichts mehr damit zu tun, was wir uns eigentlich leisten können, wie Deutschland Wettbewerbsfähigkeit
herstellen kann oder wie wir manche Arbeitsplätze überhaupt noch im Land halten können. Auch die Jungsozialisten in der SPD, die Jusos, steigen gerne in solche Überbietungswettbewerbe ein. Sie fordern derzeit den Doppelwumms für mehr Inflation und mehr Migration. Sie wollen ein sogenanntes Grunderbe einführen, also ein Geldgeschenk vom Staat auf Pump, das jeden, der in Deutschland lebt, egal ob Staatsbürger oder nicht, zukommen soll. Das Paradebeispiel für Helikoptergeld also, das unsere Währung weiter entwertet. Und der größte Pull-Faktor, den wir jemals geschaffen hätten. Es gibt genug Beispiele, was passiert, wenn der Staat die Wirtschaft steuern möchte. Und Sie müssen, wenn Sie die Umfragen anschauen, akzeptieren, die Bürger im Land möchten das nicht. Eine Volkswirtschaft kriselt immer mal wieder, vor allem, wenn die ganze Welt strauchelt. Aber wenn es wie aktuell nur wir sind, die in einer Rezession stecken, sollte man aufhören, über Umverteilung des immer kleiner werdenden Kuchen nachzudenken, sondern mehr darüber sprechen, wie wir es schaffen, dass die Menschen morgens früh aufstehen und mehr Kuchen backen wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen fordern wir, die Abgabenlast und die Steuern von Gering- und Normalverdienern müssen sinken. Das heißt, vom Brutto muss am Ende des Monats mehr Netto übrig bleiben. Die Inflation muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Das heißt, eine schwäbische Haushaltspolitik ist unausweichlich für die nächsten Jahre. Steuerfreie Überstunden könnten ein Beitrag dazu sein, dass Arbeitnehmer wieder mehr Lust haben auf Leistung. Schlussendlich müssen wir die Menschen aber auch wieder dazu motivieren, Unternehmen zu gründen oder die nächste Generation motivieren, Familienunternehmen fortzuführen. Wolfgang Krupp hat es scheinbar geschafft. In Bullerding übernimmt die nächste Generation. Aber immer öfter findet sich eben niemand, der die Geschäfte weiterführen möchte in den Familienunternehmen. 25 Jahre SPD-Regierung in Deutschland haben zu immer mehr Bürokratie und Überregulierung geführt. Damit muss jetzt Schluss sein. Wir bringen deshalb gerade einen Antrag ein mit den Vorschlägen, Bürokratie abzubauen in Deutschland. Das ist und bleibt die Hauptaufgabe für alle, die Verantwortung in der Politik haben in den nächsten Jahren. Deutschland braucht Wettbewerbsfähigkeit, die Tarifparteien brauchen ihre Tarifautonomie und die Unternehmen sowie die Menschen im Land brauchen Freiheit, um sich entfalten zu können. So reduzieren wir Inflation, so retten wir den Wohlstand in Deutschland. Wir lehnen diese Anträge ab. Vielen Dank. Das Wort hat Matthias Papendieck für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden heute über Mindestlohn. Und was ich heute hier in der Diskussion gehört habe, für jemanden, der 23 Jahre im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet hat und der mit 4,60 Euro die Stunde angefangen hat, das ist harter Tobak. Das muss man einfach mal ganz klar so festhalten. Wenn ich hier höre von der AfD, von Frau, ich habe angefangen mit 16, wo ich 16 Jahre alt war. Wenn ich jetzt hier höre, was die AfD sozusagen gesagt hat hier von Frau Huy, der Mindestlohn wäre, wenn man den erhöht, nicht mittelstandsgerecht. Die Unternehmen würden daran ersticken, ja, und es wäre eine Wahlkampfshow gewesen. Wissen Sie was? Bei einer Inflation in 2021 von 3,8%, einer Inflation von 7,9% in 2022, da war das Gold richtig. Den Kollegen hat das nämlich geholfen, überhaupt ihren Lebensunterhalt zu leisten und dass sie am Ende des Monats auch noch Geld haben. Einfach mal ganz klar gesagt. Und wenn ich höre, wie Herr Pohl sozusagen über die Kollegen und Kollegen redet, Zitat von Herrn Pohl, die Mindestlöhner, dann zeigt das, was Sie für ein Bild mittlerweile haben von den Kollegen und Kolleginnen. Und Herr Oellers, Sie haben geredet von einer Lohnuntergrenze. Man müsste ja nur noch den Taschenrechner nehmen, wenn wir jetzt umsetzen, dass diese 60% gehalten werden sollen. Wissen Sie was? Das ist die Untergrenze. Das heißt noch lange nicht, dass der Mindestlohn nur da unten sitzen sein muss, sondern es wäre gut, wenn wir gute Löhne hätten, von denen man gut leben können. Gucken Sie sich mal den Immobilienmarkt in Deutschland an. Versuchen Sie mal eine Wohnung zu mieten. Viel Glück dabei. Ja? Und daher in dem Moment, daher muss es sein, dass wir gute Löhne in Deutschland haben. Und es ist auch nicht eine Sozialpartnerdialog. Also ich habe mehr
faire Verhandlungen jahrelang geführt mit meinem Arbeitgeber als Betriebsratsvorsitzender. Es ist nie so gewesen, dass eine Seite aufsteht, wie jetzt im Sommer bei der Mindestlohnkommission passiert, und dann in dem Moment sagt, ich habe jetzt recht und ich setze das jetzt hier durch mit dem Vorsitzenden. So funktioniert keine Verhandlung in Deutschland, nirgendwo. Und von Frau Schimke habe ich jetzt eigentlich nur noch erwartet, dass sie sozusagen an die Wand malt, dass die Arbeitslosigkeit sozusagen steigt. Machen Sie sich keine Sorgen, die Arbeitslosigkeit ist nicht gestiegen und das wird auch nicht so passieren. Und das alte Argument in dem Moment, das alte Argument an der Stelle nicht. Aber eins möchte ich Ihnen doch mal ganz klar hier sagen. Hier wird sozusagen immer ein Stück weit auch mehr oder weniger gesagt, dass die Kollegen und Kolleginnen schuld an der Inflation sind. Aktuell ist die Inflation zum Glück immerhin auf 3,8% jetzt im Oktober runtergegangen, aber es ist ein Spätindikator. Und zwar ein Spätindikator der Konjunktur. Zuerst ist die Konjunktur, also die Inflation, nach oben gegangen und dann haben die Gewerkschaften und die Kollegen reagiert, weil sie davon leben müssen. Die Kollegen und Kolleginnen sind nicht schuld an der Inflation, das will ich ganz klar sagen. Und gerade im Lebensmitteleinzelhandel, wo ich sozusagen arbeite, da ist jetzt sozusagen 6,1% mittlerweile die Steuerungsrate immer noch sehr, sehr hoch. Und Herr Straubinger hat gesagt, in dem Moment, die Bauern haben es jetzt momentan sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass es bei den Bauern nicht ankommt. Ich glaube, da sollten wir auch gemeinsam mal drüber nachdenken, was wir tun können, damit bei den Bauern mehr ankommt. Weil im Moment kommt es bei den Konzernen an und die zahlen teilweise nur 10% Steuern. Und das ist absolut nicht tragbar. Dementsprechend müssen wir uns für bessere Tariflöhne einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 9132. Die Fraktion Die Linke wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Ausschuss für Arbeit und Soziales, sowie mitberatend an den Wirtschaftsausschuss und an den Haushaltsausschuss. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Die Koalitionsfraktionen, die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 9132 nicht in der Sache ab. Tagesordnungspunkt 10b. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke, gesetzlichen Mindestlohn gemäß EU-Mindestlohnrichtlinie erhöhen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7670 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 7254 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen. Tagesordnungspunkt 10c. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Selbstständige Existenzsicherung von Frauen fördern, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 8920 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 5876 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion, der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 31a bis 31.